auch The Humans Paket übrigens, ne? Das muss man mal hinzufügen. Boah. Hey, du hast Keil dabei. Ich hab immer noch Keil auf dem Kopf. Auf dem Hut. Und diese Rüstung von deiner komischen Fuzis da. Von den Rittern, ja. Von der Ritter der Walnuss. Von den Rickern. Rickern. Das falsche Spiel, sorry. Was war ein Ricker? Shadowrun. Ah, so. Wir sollten mal ein, zwei Sachen mal langsam machen. Schritt 1, wir sollten eine Harke bauen. Schritt 2, wir brauchen Kühe. Geh mal weg, ich muss das Glas einschlagen. Brauchen wir nicht, ich hab ja jetzt hier die Küche vergrößert. Wir müssen jetzt mal gerade dazu sagen, dass wir jetzt mal den Monster ausgeschaltet haben. Das zum einen, zum anderen, Das war schon ein böses Massaker. Tobi, du hast beim letzten Mal, deine Aufnahme hat, glaub ich, nicht funktioniert, ja? Das ist richtig, ja. So, das heißt... Also, die hat funktioniert, aber die Tonqualität war, für das Rektum. Gut, das heißt, du bist jetzt hier bei der Neuaufnahme, oder? Richtig, und... Komplett also, von Null ab jetzt nochmal, oder... Ja, ich springe jetzt einfach hier mit dem Fleisch. Und bei mir... Direkt. Und bei mir sieht man ja jetzt, dass ich tatsächlich im Vollbildmodus aufnehme. Yay. Yeah. Hat dann... Hatten wir eigentlich schon irgendwo Eisen? Ja. Tobi! Was machst du denn? Ich hasse immer wieder die Tür. Du hörst bloß... Tick. Dani! Wo ist das Eisen? Nicht in der Küche, das garantiere ich dir. Okay. Ich hab mich übrigens mal ein bisschen mit diesen. Warte, ich muss vom Mikro mal näher ranholen. Nein, bloß nicht, jetzt hören wir Dani. Oh Gott, nein, bitte nicht. Was? Hallo? Oh Gott! Sorry, das musste gerade sein. Gehst du bitte wieder vom Mikro weg? Ja, ich bin. Mit diesem Draw-System, also mit diesem Schubfachsystem auseinandergesetzt. Das ist so übel. Nicht nur, ich will es automatisiert haben. Tobi, ich hab dein Türsystem geändert. Ah, auf Dauer. Durchzug, oder wie? Ja, ja. Ach, da ist noch so ein Creeper gerade, glaube ich. Was, wo? Bin hier. Was habe ich eigentlich jedes Mal... Ich habe jedes Mal kein Holz in der Hand. Das war bei der letzten Aufnahme auch schon. Okay. Wenn ich in die Truhe reingehe, habe ich automatisch Holz in der Hand. Ich das Spiel will dir irgendwas damit sagen. Holz. Ich und mein Holz. Oh Gott. Oh, ja, genau das ist es. Ist die Frage, kann ich mit Zinn auch schon eine Harke bauen? Geht das? Geht nur mit Eisen. Eisen. Ja, Eisen oder Gold, aber geht Zinn auch? Zinn? Ich kann gleich Kupfer nehmen. Dann nehme ich halt Gold. Was? Wir haben kein Eisen. Wir haben ja, ich sollte vielleicht auch nicht Holzblöcke nehmen, sondern Stöcke. Das könnte vielleicht zur Lösung beitragen. Ah, doch, man kann aus Zinn. Hey? Ja. Zinn. Hat man denn Holz? Ich hatte Holz, und zwar genau die, die ich in der Hand hatte. So, das Problem ist, wir haben keinen Eimer. Und für einen Eimer braucht man Eisen. Tobi! Ah doch, ich hab da schon ein bisschen was gemacht, genau. Dein Arsch, dein Blöder. Mach doch Hallo? Wie ihr die Türen einfach offen lasst. Ja, so kleine Gegner da, scheißegal. Ja. So. Tür automatisiert. Auf Dauer auf Flip. Nein, ich habe jetzt Dingens dran gemacht. Druckplatten. Innen und außen? Nein, so schlau bin ich schon. Ich hatte das damals ganz am Anfang, als ich Minecraft gespielt habe, tatsächlich außen auch gemacht. Bis dann der erste Creeper in der Haustür war. Ja. Der Creeper dachte sich, oh, ist ja nett, dass die Frau Müller mich hier einlädt. Oh, das ist ein Nachnamen verraten. Boah, ich hab meinen Nachnamen. Ist auch so ein seltener Nachname. Ich hab jetzt auch meinen Nachnamen verraten. Oh. Nicht nur, das ist auch so ultra selten. Jetzt wirst du mit allen gestorben, weil es so wenig gibt. Ja, einmal in Deutschland, also da würde ich aufpassen. Ich muss bei meinem Nachnamen aufpassen. Herr Dingsbums. Das Gute ist, da du den einfachsten Namen von uns hast, das ist so dumm auf deinen Namen. Das ist immer lustig, genau. Die anderen haben immer so, auch der. Jan kennen wir noch? Jan hat so hier drin noch nie wirklich aktiv. Richtig. Ja. Also, wir haben auf jeden Fall noch einen Kumpel, der hat auch so einen außergewöhnlichen Namen. Und weil es geht bei dem noch. Ja, ich hab dann aber auch noch nie gehört, den Nachnamen. Ich auch noch. Ich weiß
deinen ja auch nie, ne? Ich kenne meinen nicht, ne. Ah, okay. Ich weiß meinen Nachnamen nicht. Ja, brauch ich ja nicht. Ihr reserviert ja immer auf meinen Namen. Ja, das Lustige ist ja, dass der Jan und der Daniel und ich ja immer recht viel unternehmen. Tobi, echt, wir übernehmen was? Ja, Tobi, es tut mir leid, dass wir nicht so viel mit dir unternehmen, aber ja, das ist ja das. Ja, genau. Wir akzeptieren dich als Teil der menschlichen Gesellschaft. Boah, Alter! Dani, hast du das jetzt stundenlang vor der Aufnahme geübt oder war das nicht einmal? Nein. Echt? Krass. Da habe ich hier gerade so Probleme. Mit was? Ja, ich war gerade am Farmen, dann war meine Spitzhacke weg, dann lag ich raus und dann war sie wieder da. Ja, ich finde das nicht so lustig. Hast du zu mich auf Kuh gedrückt? Nein. Warte mal. Ich bin nicht so blöd, wie ich aussehe. Das hast jetzt du gesagt. Und ihr gedacht. Richtig. Na, auf jeden Fall, der Jan und der Daniel und ich unternehmen immer recht viel, essenstechnisch und so Zeug. Und wenn man dann tatsächlich auf den Tisch reserviert, reservieren die immer auf meinen Nachnamen. Natürlich. Ja. Ich habe uns den Tisch reserviert. Auf meinen Namen? Natürlich. Ah, schön. Dani, du hast jetzt Müller mit Nachnamen, das ist ja nett. Ja. Ich melde das mit meinem Telefon. Quack. Ich hab schon wieder hier Tiere vor mir. Es wird dunkel, sollen wir kurz schnarchen gehen? Ich such grad was. Die ganzen toll. Das kam jetzt aber auch sehr spät. Was? Mir ist die Axt gerade kaputt gegangen. Ich wollte eigentlich ins Haus eine neue machen. Und als ich gerade das Haus umrundet habe, ploppt mir meine neue Axt auf. Das siehst du? Vielleicht, weil der Server gerade so schlau ist. Das kann sein. Aber ich wollte bloß was machen. Das will ich sehen. Ich verbrenne hier unnötig Kalorien, weil ich zum Haus immer bin. Aber ich sehe gerade in meinem Inventar, dass ich auf jeden Fall eine neue Axt brauche. Ach, dann lohnt sich's doch. So ist es. Wo ist es? Wenn ich wenigstens wüsste, aus welcher Box es ist. Was suchst du denn? Den Kompostdinger. Mir ist der Name nicht mehr eingefallen. Ich wollte gerade sagen, sag's mir eh nicht, weil ich eh nicht weiß, was du suchst. So, brauche ich 3x Stufen und 6x Stöcke. Das ist nämlich wie Knochenmehl, nur halt aus Pflanzen. Ah, also Pflanzenmehl. Ja. Wow. Haben wir jetzt eigentlich Eisen oder nicht? Nö, wir müssen in Müll. Also gut, dann grabe ich nachher. Weil ich würde nämlich gerne eine Pfanne machen. Eine Pfanne, wir brauchen noch unbedingt auch einen Topf. Du kannst, wenn du Milch sammelst aus dem Eimer, kannst du die auch in den Kühlschrank packen, dann kriegst du Frischmilch und dann kriegst du aus einem Eimer 4 Milch. Okay. Ja. So, ich habe das Rezept wieder vergessen. Oh. Okay. Unten die 3 und da der Rest. So, ich habe einen Komposter. Plopp. Da können wir zum Beispiel Blätter reinschmeißen, die wir sowieso nicht verwenden können. Dann können wir daraus Kompost machen und das können wir verwenden wie Knochenmehl. Wie sieht es eigentlich mit der Nahrung aus? Ich habe bloß noch 3. Deswegen habe ich gesagt, wir brauchen Kühe. Deswegen habe ich gerade Dingens angepflanzt. Also. Ja, wir müssen unbedingt eine Farm machen, weil ihr braucht nur so viel Essen. Ja, auch übel. Ja. Auch im Dingens-Modus hier, im Friedlichkeitsmodus, das ist der Hammer. Ja. Ich mache jetzt hier ein bisschen Kompost rein von Zeugs hier. Hellgrünes Gras, das kannst du für nichts verwenden. Wenn du aber U druckst, du kannst für nichts verwenden. Deswegen machen wir daraus mal Kompost. Und dann können wir da das Zeug beschleunigen. Wir können ein Blumenband herstellen. Was will ich mit einem Blumenband? Wow, Blumenband. Mensch. Das ist Kompost, sehr gut. Weiß auch nicht, warum machst du unser... Ich hatte gerade schon Platz. Geil, also können wir unsere ganzen Scheißzeug wie Blumen oder sowas da reinhauen. Die Blumen können wir zur Farbe verarbeiten, das passt schon. Aber zum Beispiel diese Grasblätter, wo ich jetzt zum Beispiel auch hier in der Hand gerade habe. Die können wir da reinschmeißen. Wegen Blumen würde ich jetzt zum Teil hier hellgraue Farbe, rosa Farbe. Aber gerade hier oben rechts, zum Beispiel dunkelgrünes Gras, kannst du für nichts verwenden. Anni, können wir den Kompost nachher vielleicht woanders hin tun? Ja, können wir nachher machen.
Habt ihr den Kompost jetzt ins Haus gesetzt? Ja, oder? Hat er. Natürlich! Das ist natürlich schlafen, ne? Hast du eigentlich schon. Ah, ich komme immer durcheinander. Tobi! Ja? Was macht denn da schon wieder mit den Türen hier oben? Was bin ist doch gar denn? Nicht da! Hä? Ich warte. Ach guck mal, Great King of Kong wird bekannt als Pionier, der zum Spiel beigetreten. Tobi! Ja? Wo bist du? Unterirdisch. Achso! Sag doch was! Das glaube ich dir irgendwie gerade nicht. Du bist so ein Assi, der macht sich unsichtbar und spielt an der Tür rum. Nein, ich sitze hier geschützt um die Ecke. Mein Arsch, so ein Blöder. Ich denke mir. Der musste jetzt sein. Hey, wir haben einmal Kompost. Mein Bett ist das mittlere. Da hab ich schon rein. Ja. Ja. Was? Wie gut. So ein Arsch, Alter. Dick, 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 dick. Dick, dick, ich so, Alter, was geht ab? Oh, ich bin unterirdisch. Ja, war das nicht gut? Der war gut, aber trotzdem. Ich wollte euch jetzt hier einen Bug unter die Nase reiben. Ja, ist klar. Also, wenn ihr nicht gleich pennen geht, ja, dann können wir das auch lassen mit der Nacht. Ja, ich liege hier neben dir, also. Ja, aber der Dani hat schon wieder Haustüren auf und zugemacht. Ja, ich habe gerade unser Dingen zu uns gedüngt, aber wir brauchen mehrmals Dünger. Also Kompost. Na, reicht ja gar nicht. Ich hasse euch. Stirb doch einfach. Es geht so chaotisch weiter, wie es angefangen hat vorhin. Und noch schlimmer finde ich. Oder umgekehrt, wie es geendet hat vorhin. Ja, deswegen, also wenn ich die Druckplatte sehe, wird ganz schlecht. Ich weiß gar nicht warum. Du, ich weiß auch nicht. Wie stelle ich denn. Achso. VC. Was? 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 Nicht wie bestelle ich denn, sondern wie stelle ich denn? Achso. Aber es hat sich jetzt auch gerade erledigt. Ich hab's gerade gefunden. Das war super. Das war jetzt doch sehr schwer, als ich dachte. Sehr schwer, als du dachtest. Ja, ja. Wie erstelle ich denn aus den Pflanzen Farbe her? Alles klar, ich hab's gefunden. Ja. Okay. Hey, sagen wir mal ein bisschen was für den Kompost. Oh, Bärengarten. Wir können nämlich nachher auch Cheeseburger und Cheeseburger mit Speck herstellen. Die sättigen A lang und B füllen die relativ viel ein. Ja, die sind lecker. Und die sind leicht relativ leicht herzustellen. Echt? Ja, ja. Du brauchst Brote, einen Ofen, Käse. Käse. Und rohes Rindfleisch. Oder Tofu, wenn wir Sojabohnen kriegen. Ah. Es ist halt schon ein bisschen krass. Eine Kuh für einen Burger ist halt schon ein bisschen heftig. Ja, ja gut. Da passt ein bisschen was auf den Burger drauf, das sage ich dir. Ah, das ist perfekt für mich, Fleischfresser. Wir sind alle Fleischfresser. Weißt du, es heißt ja immer so, ja, man soll hier Ressourcen schonen und so weiter und alles von der Kuh brauchen zum Beispiel. Ja, alles. Aber nicht so. Ich glaube nicht, dass das so gemeint ist. Finde ich auch keine Kuh gerade. Ja, da, aber das hat man doch mit den Schafen genauso. Ja, vor allem, wenn du welche findest, hast du gleich so eine ganze Armee. Ja. Die planen dann irgendwas. Oh, Aluminium-Kies. Achso, Kühe gab's in die Waldrichtung. Hinter uns im Haus. Ich bin im Wald. Okay. Ich hab's auch schon im Schnee gefunden. Bei mir in meiner Welt, in Massen im Schnee. Ja. Ich hab keine Axt mehr. Ich glaube, meine Musik ist jetzt zu leise. In der letzten Aufnahme. Ja, dann muss ich wieder aus dem Bildschirm raus weg. Oh, ich bin in einem Tunnelsystem. Also die Früchte einfach mal nichts bringen. Beim letzten Mal war die Musik zu laut, jetzt ist sie zu leise. Oder? Ja, Minecraft, da machst du es nicht perfekt. Ich hab, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl. Ach du Scheiße, was hat denn der. Erinnerst du dich an diese Nyan-Nyan Cat? Nyan Cat. Nyan. Ja. Nyan-Nyan. Ja, scheißegal. Ich hab diesen komischen Regenbogen, der hinten weggeht. Miau, 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 miau. Echt? Will ich haben? Ja, ist nice. Oh, ich hab ein. Ja, ich hab zwei. Was? Kannst du meine haben? Das Werkzeug, was ich gerade nicht brauche, es sei denn Rucksack. Der Rucksack ist so Gold wert. Ach
So, wir müssen noch gucken, dass wir relativ viele Fäden machen als Baumwolle. Daraus Fäden machen, dann kann man den Rucksack, also das Leder dann binden. Aus dem bunten Leder kann man gegerbtes Leder machen und daraus können wir dann große Rucksäcke machen. Ach Gott. Wir haben da ungefähr doppelt so viel Fassungsvermögen oder so. Sonst fehlt dir nichts, oder? Aber wir machen das halt auch schon. Der Rucksack war relativ schnell voll. Das Gute ist, dass ich kein Bahnhof verstehe. Achtung, durchfahren dazu. Oh, Schlange. Wie, im Netz. Ich war in meiner Welt schon im Netz, aber im Netz gibt es Schlangen. Übrigens haben wir 9 Eisenbarren her. Was war das gerade? Hoppala! Huch! Huch! Rausgepiept! Du weißt eh nicht mehr, wo das jetzt war mit Schneiden. Nein, das ist das Problem. Oh, ich hab's noch gemerkt, gerade noch Dings da. Oh, ich will ganz richtig laut hervorheben. Was? Das kennst du noch nicht mal. Was schneidest du? Profi weg. Ja, Herr Schmie. Piep. Aber wie hat's dann? Sand. Oh, ich hasse dieses Papagei. Oh. Ja. Wie rotiert da, ey. Ton wäre auch nicht schlecht. Bitte? Ton. Ja, hab ich auf dem Ohr, ja. Hab ich auch. Dann weiß ich nicht, was dazu sagen soll. Am besten gar nicht. Nein, ich lass es einfach. Ich bete, dass es einfach aufhört. Tim Ernst. Hier gibt's brennende Pflanzen. Was? Wo? Arschperle. Will ich gar nicht. Arschperle? Hast du gerade Arschperle zu mir gesagt? Ich kann auch Staub machen. Arschperle? Er hat Arschperle zu mir gesagt. Ja, sind Arschperlen, mach ich jetzt Lohnstaub. Hast gehört? Lohnstaub, das Zeug aus dem Nether. Boah, toll. Arschperle. Ja, du Arschperle. Was? Gehst du so meine Arschperle vorbei? Wird's aber langsam ein bisschen frech hier. Echt? Du Arschperle. Hey. Hey, du Arschperle. Was? Oh, das ist ein Haus, siehst du den? Soll ich rausgehen oder geht es zu. Oh, oh. Eine europäische Stechpalme. Ja, kenn ich. Hani? Ja. Nimm bitte deine Hand von meinem Knie. Nee, das ist meine Hand. Ich bin wohl vollkommen anders. Mach das nicht. Müssen die Zuschauer doch nicht wissen, dass wir nebeneinander sitzen und aufnehmen. Ich hab einen Aluminiumbusch. Also. Ehrlich jetzt, Tobi, ja. Vielleicht solltest du mal wieder rasieren. Nö, nee, sehe ich gar nicht rein. Oder zumindest mal nachölen. Oh. Oh Gott, das nimmt schon wieder völlig andere Gestalten an hier. Völlig falsche Züge. Du fährst jetzt Zug? Oh Gott. Tötet mich. Oh, bei mir läuft gerade Zelda im Hintergrund. Oh, schön. Oh. Also könnt ihr vielleicht mal die Musik schicken, irgendwie. Welche denn? Die, wo wir in dem Let's Cook verwenden. Oh, hoppla. Und zumindest sagen, wo du die her hast. Also, mal schreiben. Achso, ja, kann ich. Das soll auf die Cloud hauen, ganz einfach. Oh, so, genau. Natürlich auch eine Idee. Dafür ist er da, Leute. Da kann ich nämlich die auch mal verwenden. Jo. Gut, da wird dann 24-Stunden-Turnus bloß auf die vom Geistertempel laufen, aber scheißegal. Ich glaub auch, ja. Habe ich heute schon eine Weile gehört. Echt? Weiß ich gar nicht warum. Ist, ich finde das Lied so mega geil. Es ist echt geil. Ich bin es ja gerade wieder. Die meisten Dingenslieder hier, Instrumentallieder von irgendwelchen Soundtracks, die gehen dann meistens bloß so 1,5 bis 2,5 Minuten. Und das ging einfach mal geschlagene 5 Minuten. Aber nicht, damit es sich da permanent gleich wiederholt, sondern wo du halt wirklich so den gleichen Wechsel hast und so wieder. Krass. Schon geil. So ist ja ein Ausgang. Ja, aber ein Loop, der halt nicht so offensichtlich ist, sondern halt vernünftig. Ja, ja. So mal. Ich bin bäckisch. Wie sagt man, ich bin bäckisch? Bäckisch. Ist das Bären da weg? Hoch. Und so? Hoch und so?